Und hier sind meine neuen Haustiere drin. Ja, meine Motten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Alltagsvlog von mir. Ich stehe wie immer in der Küche. Es gibt einiges zu tun heute. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es ein Video wird aus der Serie Nie wieder Chaos oder ein normaler Alltagsvlog, weil ich noch nicht weiß, wie ich es zeitlich schaffe. Ihr seht es wahrscheinlich schon, ich habe ja den Weitwinkel wieder dabei. Deswegen sieht man wahrscheinlich, wie schön aufgeräumt das hier ist. Nicht. Ich habe eben die Kinder weggebracht und das ist das Chaos, was noch übrig geblieben ist. Also sie sind jetzt im Kindergarten, wir haben hier gefrühstückt. Es gab Rotbäckchen, es gab Naturjoghurt mit Ahornsirup und Erdbeeren, ganz normales Toast. Ja, hier steht hier noch alles rum. Müll, der Joghurt steht hier auch noch. Das werde ich jetzt erstmal alles wegräumen. Ich habe mir übrigens einen Soda-Stream gekauft, falls ihr das noch nicht gesehen habt, in meinem Food Hall. Ich bin ganz begeistert, habe mir schon durchgetestet. Meine neue Flasche habe ich für heute auch schon fertig gemacht. Schade bloß, dass man da keine Glasflaschen nehmen kann. Das ist der SodaStream Easy, den habe ich aktuell bei Kaufland Angebot gekauft für 65 Euro, genau. Gab es auch bei Lidl für 50 Euro, da war er leider schon alle. Ich würde sagen, ihr dürft mir dann beim Aufräumen zuschauen. Ich werde das Ganze mit Musik hinterlegen, geduscht habe ich mir noch nicht. Das mache ich danach, deswegen auch meine tolle Ausgeh-Look. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los. Well, the day before yesterday started out like any other. I took a stroll in the park, that's when I had it. It took a while before I figured it out, but it was. So, Küche ist also wieder sauber, wie man sieht. Ich habe hier übrigens letztens das eingeweicht von dem Wasserhahn, weil das so verkalkt war. Das habe ich mit dem Reiniger hier gemacht, den hatte ich euch schon mal vorgestellt. Dorgol Universal Bio Schnellentkalker, der ist super. Der ist zwar relativ teuer, ich glaube, der kostet 3 oder 4 Euro. Da sind zwei, nee, wie sind da drin? 500 Milliliter. Und das habe ich einfach in eine Schale gegeben, das eingelegt und der ganze Kalk hat sich gelöst. Also ich musste da nichts machen. Ich musste wirklich nichts machen. Also ich habe es einfach abgespült in Wasser und dann ist der Kalk abgefallen. Also wirklich gutes Mittel, ein wirklich gutes Mittel. Und wenn man das jetzt zum Beispiel für die Duschkabinen benutzen will, kann man das einfach in so eine Sprühflasche geben und dann sprüht man das auf. Das ist ein Wirk. Ich habe ja hier noch meine Kräuter, die muss ich jetzt noch eintopfen. Das habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Basilikum habe ich gestern Abend schon gegessen. Und hier sind meine neuen Haustiere drin. Ja, meine Motten. Ganz lecker. Da habe ich, glaube ich, auch hier noch in meinem super aufgeräumten Schrank. Die Küche ist einfach zu klein. Ich kann machen, was ich will. Ich kann aussortieren, wie ich will. Es ist einfach kein Platz da. Es ist einfach zum Mäusemelken, wie man so schön sagt. Ich habe hier Flohsamenschalen, ich habe hier Chiasamen. Kokosflocken habe ich mir jetzt geholt. Ja gut, das sind Sachen, die habe ich vorher auch alle gegessen. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich jetzt hier komplett umsteige. Ich verzichte einfach nur auf Fleisch, das war's. Mein großes Geheimnis. Hier ist nämlich auch eine drin, habe ich gesehen. In meinem Naturreis. Sehr ärgerlich. Ja, leider Gottes. Also man sieht jetzt an sich keine Fäden, wenn ich das so rolle. Doch, dort hängt schon ein Reiskorn. Dort hinten. Das heißt, da sind auf jeden Fall auch die Eier drin. Das kann ich auch auswaschen. Hier ist nichts. Da fliegt eine. Boah, ist das eklig. Blah. Ich suche das jetzt hier alles mal raus und dann mache ich hier die Mottenfallen rein. Wer das mitgebracht hat, weiß ich auch nicht. Es muss ja irgendwie geschenkt bekommen haben. Hier gibt es sogar Öko-Vitalbeeren. Ja, das stimmt. Die habe ich gekauft, als ich mit meiner Mama im Bioladen war. Da habe ich die mitgenommen. Und eine Fitnessmischung. Mensch. Das könnte ich doch gleich mal ansetzen. Hier ist der Sack drin mit den Lebensmitteln. Sehr, sehr schade, weil es natürlich auch immer sehr teuer ist, diese Nüsse. Aber die sind hier wirklich überall. Boah, das ist nicht schön. Und jetzt werde ich das hier noch schnell auswaschen und dann die neuen Sachen dort reinfüllen. Und die Motten fallen natürlich. Wunderbar, ich sag's euch. Ich hatte das jetzt ja vor kurzem, das wisst ihr, vor kurzem ist es eigentlich auch schon wieder eine Weile her, dann hatte ich es
anscheinend immer noch, wo man es nicht gesehen hat. Und ganz vor ein paar Jahren hatte ich das auch mal. Super ärgerlich, wenn man das anklebt. So, hat ganz gut funktioniert. Das ist allerdings nur für die männlichen Motten gedacht, also nicht für die weiblichen. Das andere werde ich jetzt oben auf dem Schrank platzieren. Das lege ich meistens immer dann hier oben hin. Obwohl da jetzt natürlich viel Lebensmittel stehen, dann werde ich es wahrscheinlich dort oben hin machen. Und wer meine Nie-wieder-Chaos-Videos gesehen hat, wie wahrscheinlich viele von euch, die wissen ja, dass ich die Küche ausgemistet habe. Aber ich habe einfach keinen Platz. Ich habe keinen Platz für Sachen. Es steht alles komplett voll, aber das stört mich nicht, denn es gibt ja bald eine Lösung. Hier unten habe ich nämlich auch die Lebensmittel quartiert, weil viele gefragt hatten, ob ich den Platz habe. Nein, habe ich natürlich nicht. Und hier ist auch ein bisschen Vorrat. So, die Gläser lasse ich jetzt erstmal auf der Heizung trocknen. Und den Schrank habe ich jetzt, soweit es geht, ordentlich gemacht. Und hier habe ich noch einen Tee von meiner Mama entdeckt. Den hat sie mir hier gelassen, als sie das letzte Mal hier war. Das ist ja nicht so lange her. Mit selbst gepflückten Kräutern. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal machen. Lasse ich deswegen hier stehen. Die Kokosflocken mache ich jetzt erstmal so rein. Ich mache das jetzt alles noch in Verpackungen hier rein. Diese Fitnessmischung, die werde ich jetzt mal mit euch ansetzen. Der Sodastream ist übrigens sehr gut, wie ich finde. Allerdings braucht man da sehr viel Kohlensäure, bis man da überhaupt was merkt. Muss auf jeden Fall bis zu der Linie hier gefüllt sein. Dann steckt man die Flasche einfach hier rein, drückt das runter und drückt einmal drauf. Das ist wie so ein Greifarm oben. Also die Flasche hält dann von ganz alleine. Ich nehme das dann meistens nochmal raus. Ich weiß nicht, ob ich das falsch oder richtig mache. So, meine zweite Flasche ist auch fertig. Die lasse ich jetzt schön kühlen, obwohl ich Wasser auch immer gerne ungekühlt trinke. Aber die stelle ich jetzt beide erstmal da rein. Eine Schale habe ich schon mal. Dann brauche ich noch einen Esslöffel. Ein Esslöffel. So sehen die Samen jetzt aus. Und jetzt werden die 12 Stunden dort eingeweicht. Ich lasse die jetzt erstmal hier stehen. Zeige das nachher auch meinen Kindern. Und bin gespannt, ob das was wird. Gibt es sicherlich noch bessere Varianten, wie man sowas ansetzen kann. Aber ich werde es erstmal so probieren. Dann soll man die noch zweimal täglich wässern und ernten kann man sie dann nach 3 bis 5 Tagen. Ich habe hier gerade noch ein Paket gefunden von Amazon. Das habe ich nämlich bestellt. Da sind abschließbare Fenstergriffe drin. Für das Kinderzimmer und für ein Fenster noch im Wohnzimmer, wo sie relativ leicht rankommen. Schraubenzieher habe ich also. Ich probiere das jetzt mal im ersten Fenster aus. Eigentlich muss man das doch hier nur zur Seite drehen, oder? Schwieriger als gedacht und die Schrauben sehen auch nicht mehr so optimal aus. Ich hoffe, ich kriege die da noch raus. So sieht das jetzt ohne aus. Jetzt setze ich mal den neuen drauf und hoffe, dass der passt. Eigentlich müsste der passen. Man könnte meinen, es passt. Es passt aber nicht. Da ist ein kleiner Spalt. Der Stift in der Mitte ist zu lang und dadurch steht das ab. Jetzt habe ich das dran geschraubt und darf das jetzt wieder zurückschrauben. Also das Teil hier ist bei dem da zu lang. Ich hatte aber meinen Freund, das war nämlich mega anstrengend, das da dran zu schrauben. Ich habe bei ihm noch bei Rossmann, habe einmal Küchenrollen mitgebracht und dann einen Swiffer Bodenreiniger, weil mein Gerät, mein dieser Crosswave, nämlich gerade, weiß nicht, rumspinnt. Ich mache den an und der zieht irgendwie nur Luft, also ganz merkwürdig, dann geht er aus. Deswegen muss ich erstmal gucken, wie das läuft und da ich nichts anderes zur Verfügung habe, muss ich jetzt leider Gottes darauf zurückgreifen. Ich habe keinen Wischer, kein nichts. Ich habe das mal runter in den Garten gebracht, alles, aber ich finde das da nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt mir einen Zwiffer kaufen, eine neue Zahnbürste. Eine Oral-B Vitality, eine ganz normale Zahnbürste gekauft für 20 Euro, die war im Angebot. Da ja meine andere gebrochen ist, die konnte ich auch rückstandslos reklamieren. Also es war kein Problem bei Rossmann. So, ich werde jetzt den Zwiffer zusammenschrauben. Ich ärgere das total, dass ich jetzt extra nochmal deswegen einen kaufen musste. Aber es ist natürlich auch praktisch. Hier sind noch solche Trockentücher mit dabei. Ich werde aber einfach jetzt einen Lappen dran klemmen. Das ist übrigens auch sehr einfach zusammenzubauen. Tada! Es ist vollbracht. Das dritte Wunder. So, los geht's. Ganz spannende Angelegenheit. Wie wische ich einen Boden? Mit einer Hand.
Sieht super oberprofessionell aus. Nicht wahr, Emilchen? Hm? Mein kleiner veganer Hund. Mein kleiner Spaß. Natürlich werde ich meinen Hund nicht nur vegan ernähren. Das haben anscheinend ganz viele so verstanden, obwohl ich auch explizit in dem Video gesagt habe, dass sie auch normales Futter kriegen wird. Aber ich werde für sie kochen. Das habe ich aber früher auch schon für sie gemacht. Da habe ich Reis gekocht. Da habe ich dann Gemüsebrühe dran gemacht und Eier. Und ja, eben solche Sachen. Also es ist jetzt kein Hexenwerk oder sowas, was ich da betreibe. So, das hier sind noch Hemden, die müssen gewaschen werden. Die gebe ich aber weg und die werden dann gebügelt und gewaschen. Und jetzt mache ich hier weiter im Wohnzimmer. Hier ist es ordentlich. Ich habe jetzt schon mal angefangen, das Video zu schneiden. Ich wische jetzt hier mal durch. Mein Freund hat mir zum Valentinstag einen wunderschönen Strauß geschenkt. Leider Gott. Leider Gottes hat er sich überhaupt nicht lange gehalten. Heute wäre der 6. Tag und er sah schon nach dem 2. Tag so aus. I never felt as lonely, but I'm trying not to show. Eigentlich nicht beabsichtigt. Auf jeden Fall geht der Haushalt jetzt im Bad weiter. Ist jetzt nicht so super schmutzig, wie man sieht. Hier stehen noch ein paar Sachen von heute Morgen, beziehungsweise nicht von heute Morgen, weil ich habe mich ja noch nicht geschminkt. Aber das steht noch von gestern da. Wäsche habe ich auch noch drin. Die habe ich heute früh schon angestellt. Die hänge ich jetzt auf. Hier ist ja mein neuer Frosch-Zitronen-Frischspüler. Den werde ich noch einhängen und ja, das noch benutzen und dann bin ich eigentlich schon durch. Das ist nämlich dazu irgendein Lappen. Also es ist jetzt nichts Besonderes. Manchmal Mikrofaser, manchmal das, was ich so zur Hand habe. Und das mache ich natürlich nicht jeden Tag, ganz klar. Also es gibt natürlich Leute, die sowas jeden Tag machen, aber das würde definitiv nicht auf meiner To-Do-Liste stehen. Ich mache das jetzt einfach, weil es sein muss. Und wenn ich das jeden Tag machen würde, hätte ich nämlich nicht auch solche schönen Verkalkungen überall. Noch der Mülleimer dran, meistens noch diese Ablage hier. Waschbecken. Das ist immer relativ wichtig, weil ja die Kinder sich da auch waschen und die Zähne putzen. Make-up stelle ich jetzt wieder zurück. So. Zahncreme kommt einmal dahin, weil wir uns oft die Zähne dort auch putzen. So, das war es eigentlich auch schon. Mehr als oberflächlich. Das reicht mir aber auch. So, also ich kann das Teil nicht verwenden. Bei mir kann ich das nämlich nicht unter den WC-Rand klemmen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Und natürlich weiß man sowas ja vorher nicht. Also ich habe noch nie so genau meine Toilette untersucht. Ich werde mich jetzt erstmal schnell duschen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Und dann nehme ich euch noch ein bisschen mit. Ich werde mir jetzt dann nämlich noch Mittagessen kochen. Und ich wollte nämlich noch eine Maske auftragen. Das mache ich nach dem Duschen und währenddessen diese einwirkt, koche ich dann fleißig mit euch. Ich will heute nämlich eine Lasagnesuppe machen. Bin schon ganz gespannt, wie das schmeckt. So, da bin ich wieder nur geduscht. Ich habe jetzt natürlich wieder das Oberteil, beziehungsweise das ist eigentlich ein Kleid, so ein kurzes Kleid. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn man das mal 2 Tage hintereinander anzieht. Und ich habe mich hiermit geduscht. Morgendusche. Und jetzt werde ich eine Maske auftragen. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und meine Haut, die fühlt sich auch so leicht grisselig an und ich liebe das. Also nicht, dass das sich so grisselig anfühlt, sondern ich liebe diese Maske. Die nehme ich schon Jahre. Es ist eine Mineralkur. Die kann man auch für die Haare nehmen. Ich weiß bloß leider nicht, ob es die im Handel oder ob man die überhaupt irgendwo kaufen kann. Ich habe die von meiner Mama bekommen, denn die hat einen Naturfriseurladen oder ein Geschäft und arbeitet mit dieser Marke zusammen. Und, oder vertreibt die besser gesagt. Und das ist, sieht so aus. Es ist zwar schon abgelaufen, steht da drauf, aber ich nehme das trotzdem. Also ich habe da keine Probleme. Ich muss bloß aufpassen, dass es nicht an meinem Bauch hängen bleibt. Es ist nämlich so leicht flüssig und tropft dann ein bisschen runter. Ich lasse das meistens so lange einwirken, bis das hart wird. Es kann also sein, dass ich nachher nicht mehr mit euch sprechen kann. Oder nur sehr komisch. Auf jeden Fall holt das die ganzen alten Hautschüppchen runter und löst auch so Mitesser heraus. Man ist danach total gerötet im Gesicht. Aber es fühlt sich super gut an. Aber das ist ja bei jeder kosmetischen Behandlung so, dass man danach eine gereizte Haut hat. Und danach werde ich mir noch eine Tuchmaske draufgeben. Aber in der Zeit werde ich jetzt kochen. Schön. Ich glaube, das hatte ich schon mal vor Jahren gezeigt in einer Pflegeroutine. Ja.
Hier habe ich mir 5 Rezepte aufgeschrieben, Lasagnesuppe. So, das brauchen wir dazu. Ich kann jetzt schon kaum noch sprechen. Also Zwiebeln, Knoblauch, also eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, das könnt ihr ja variieren. Dann einmal so eine Dose gestückelte oder gehackte Tomaten, Gemüsebrühe zum Ablöschen, Tomatenmark, Olivenöl zum Anbraten, Lasagne, das wird dann so gebrochen, Linsen und zum Schluss kommt dann noch Babyspinat hinein. 2 Schalotten und einen Knoblauch geschnitten, jetzt gebe ich da Olivenöl rein. So sieht es aus. Es wird jetzt angebraten. Und jetzt noch Basilikum und Oregano und Tomatenmark. Wenn man die Gewürze übrigens vorher dazu gibt, oh, das brennt so doll, oh, dann entfaltet sich das Aroma besser, also dann wird das intensiver, wenn man die Gewürze sozusagen als erstes mit andreht. Sowas passiert natürlich nur mir, ja ganz klar. Ich habe jetzt noch Wasser dazu gegeben mit Gemüsebrühe und jetzt gebe ich noch die Linsen dazu. Die habe ich jetzt übrigens umgefüllt in den Eimer, den ich vorhin, in die Dose, die ich vorhin ausgewaschen habe. Und 6 Esslöffel soll ich dazugeben. Und dann das Ganze wird 10 Minuten, oh, was ist denn heute los, köcheln. Wie viel habe ich jetzt? Ich glaube, das ist jetzt der 6., oder? Ich habe die zerstückelten Tomaten vergessen. 10 Minuten sind rum, ich kann kaum noch sprechen. Ich breche jetzt hier die Lasagnescheiben rein. In dem Video, hoch, Mist. In dem Video hatten sie natürlich Lasagnescheiben, die außen so geringelt waren. Das sah natürlich schöner aus. Na, in die hin. Ich bin heute auch richtig gut dabei. Ich kann schon kaum noch reden, meine Maske bröckelt auch schon ab. Ich muss die auf jeden Fall jetzt runterholen. Meine Lasagnesuppe ist soweit fertig. Also diese Lasagneblätter, die kleben ein bisschen aneinander, aber die lösen sich dann, umso länger die kochen, auf. Es schmeckt auf jeden Fall schon mal gut, hätte ich nicht gedacht. Ehrlich gesagt, also ich hätte jetzt nicht gedacht, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, Wahnsinn, habe ich noch nie gegessen. Aber es ist auf jeden Fall ein Gericht, was ich wahrscheinlich nochmal machen würde. Ich muss jetzt sehen, wie sich das isst. Also ob man da Schwierigkeiten hat mit den Lasagneblättern und was da zum Schluss reinkommt. Blattspinat. Ich habe keine Ahnung, ob das schmeckt. Ich lasse den jetzt hier ein bisschen so drin einwirken und gehe mal ins Bad und mache meine Maske ab. Wunderhübsch. Meistens mache ich komische Grimassen, damit sich das hier alles so bewegt. Und dann versuche ich das abzubürsten. Ich kann auch wieder lachen. Ich habe jetzt hier meinen Emelin Gesichtsreinigungshandschuh. Der ist trocken und damit geht es eigentlich ganz gut. So, man sieht natürlich, das Gesicht ist jetzt gerötet, sehr gerötet. Aber die Haut ist total weich und ich werde jetzt darüber diese Tuchmaske geben. Hydra Bomb Tuchmaske. Male und Mischhaut. Ich hatte die noch nie. Aber ich hatte schon ein paar Tuchmasken. Und ich mache das wirklich super selten, sowas. Und dann werde ich dabei meine Suppe essen. Und danach habe ich mir noch ein Serum gekauft. Ein Porenfein-Serum von Schäbens. Hat 2 Euro gekostet. Schon sehr teuer, muss ich sagen. Es ist irgendwie so... Welche Seite ist die richtige? Hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen. Oh, sieht das gruselig aus. Meine Augen passen nicht rein. Ich kann dabei nicht essen. Okay, ich muss das danach machen. Stimmt. Daran habe ich ja gar nicht gedacht, Mensch. So, ihr Lieben, so sieht jetzt die Lasagnesuppe aus. Ich werde unten einfach mal in die Infobox schreiben, wie sie geschmeckt hat. Und dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.